an das deutsche Volk. Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Vergnügen gewesen, der Welt den Frieden zu erhalten und im Frieden unsere kraftvolle Entwicklung zu fördern. Die Zeiten, die haben sich geändert. Es ist mit einem Wort gar nimmer schön auf dieser Welt. Darum auf zu den Waffen! Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterland. Seitdem der Krieg aus Brocha ist, das ist schon wirklich krass, ist derzeit für ein Burm auf richtig gesagt der Spaß. Vorm Krieg da war ein Lehrbuhr jederzeit nur bloß ein Depp. Ob er jetzt Michel geheißen hat, Alisi oder Sepp. Und hoffentlich kommt er nimmer in den Krieg, wenn er nur gerade recht langsam gedeihen tät, der Bur. Gesund ist er ja nicht recht. Denk ans einer, der gerade ganz am Vater nach. Mein Mann ist nämlich Magistratsbeamter, aber sehr leidend. Der hat zwar eine Art Schlafkrankheit. Die ist nicht schmerzhaft, aber sehr zeitraubend. In Russland ist es schon ganz mies, das Volk ist rabiat. Es gibt nicht Tee, nicht Schokolade, es gibt nur mehr Marmelade. Drum haben sie dank der Wissenschaft ein Kriegsmus jetzt entdeckt. Das soll sehr gut und nahrhaft sein. Ein paar sind dran gestorben. Zwischenspiel. Sehr schön. Die Menschen all auf Erden hier, da gibt es nichts zu zweifeln, sind zehnmal schlechter meiner Ehr, wir unsere ganzen Teifeln. Fährt wieder in die Versenkung hinunter. Die Bühne soll bei diesem Vortrag immer rot beleuchtet sein. Blitz, Donner, Sturmgeheul, steigert den Erfolg.